Die Kleinsten erleben manchmal die größten Abenteuer. Torben Kuhlmann hat mit Lindberg ein zauberhaftes Kinderbuch gemacht. Es geht um eine kleine Maus, die vom Fliegen träumt. Ihre Geschichte spielt in Hamburg vor etwa 100 Jahren. Die Maus muss plötzlich um ihr Leben fürchten. Die Mausefalle wurde erfunden. Wie viele ihrer Mäusefreunde will sie nach New York auswandern. Mit dem Schiff ist das aber viel zu gefährlich, denn am Hafen lauern die Katzen. In der dunklen Kanalisation hat die Maus plötzlich eine Idee. Es geht um den Wunsch, ein besseres Leben in einer neuen Welt zu starten. Aber bei mir ist das mehr so der Hintergrund der Geschichte. Und die Haupthandlung ist ja eben die Erfindung von Fluggeräten und eben dieser Pioniergeist dahinter. Die kleine Maus will den Himmel erobern. Dabei orientiert sie sich an Entwürfen der Fluggeschichte, die es so tatsächlich gab. Ihr Wissen hat sie aus Büchern. Angefangen ganz klassisch bei einem relativ bekannten Bild, nämlich den Flügelkonstruktionen von Leonardo da Vinci. Und darauf basiert dann auch zu einem Großteil die erste Flugmaschine, die Maus baut. Ob Feuerzeug oder Zahnräder, die Maus sucht an allen möglichen Orten der Menschen Bauteile für ihr Flugzeug. Mit Kreativität und Geschick will sie ihrem Ziel näher kommen. Ich habe die Geschichte eigentlich so gestaltet, dass sie so ist, wie ich sie gerne als Kind selber gelesen hätte. Und ich erinnere mich, dass ich früher, als ich klein war, dann auch hinter der Garage bei meinen Eltern aus Schrott irgendwelche Konstruktionen gebaut habe, Fahrradreifen zusammengeklebt und daraus dann so wilde Fantasiegebilde gebastelt. Und das waren teilweise dann auch Flugzeuge. Die Leidenschaft fürs Fliegen merkt man ihm an. Torben Kuhlmann erschafft eine Welt, die realistisch und märchenhaft zugleich ist. Ganz klassisch, mit Bleistift und Aquarellfarben. Hauptsächlich, weil man mit Aquarellfarben sehr gut Lichtstimmungen vermitteln kann, durch diese lasierenden Farbaufträge. Und wenn ich mir dann eine Szenerie überlegt habe, dann gehe ich meistens so ran, dass ich so ein paar Lichtstimmungen mir überlege und auch so ein bisschen die Komposition einmal durchspiele. Darauf aufbauend kommt dann die Umsetzung zum eigentlichen Bild. Und das ist eben der große Pluspunkt von Aquarellfarbe, dass man das so leuchtend hinbekommt. Im Buch versucht es die Maus so lange, bis sie tatsächlich das Fliegen lernt. Immer raffinierter werden ihre Ideen, immer besser ihre Flugversuche. Eigentlich hat Torben Kuhlmann die Geschichte nur als Abschlussarbeit für sein Studium gemalt und geschrieben. Doch schnell zeigten Verlage Interesse. Kurz nach Verkaufsstart war klar, dass es eine weitere Auflage geben wird. Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich irgendwann dann in einem etwas größeren Atelier nur noch Bilderbücher malen könnte. Ich habe auch immer noch den Traum, dass man irgendwann auch auf so eine kleine Bibliothek von Büchern zurückblicken kann, die man selbst gemacht hat. Von Hamburg nach Amerika. Der Traum der kleinen Maus erfüllt sich nun für ihren Schöpfer. Kuhlmanns Buch wird bald in den USA verlegt. Lesetermine, Buchvorstellungen. New York wartet auch schon auf ihn. Lindberg, ein Buch für Träumer und Tüftler, egal welchen Alters.